Cliffhanger ist ein humoristisches Buch übers Klettern und Bergsteigen. Eigentlich beschreibt es meine persönlichen Werdegang vom Flachland Münsterländer zum Bergfex. Und dabei beschreibe ich halt dramatische Ereignisse wie zum Beispiel die Eroberung des höchsten Berges des Münsterlandes, des Mount Darub, oder zum Beispiel die Besteigung des Kaufhauses, eines Sportkaufhauses in München an einem Adventssamstag ohne technische Hilfsmittel wie Kreditkarte oder Geschenkgutschein. Also eigentlich ist das Buch für jeden, der ein Buch richtig bedienen kann. Wenn jetzt jemand fragen würde, warum sollte er dieses Buch lesen, dann würde ich ihm antworten mit dem berühmten englischen Bergsteiger Mallory, weil es da ist. Also dieses Buch bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, ich kann das mit Worten gar nicht richtig ausdrücken, wie viel, denn ich habe sehr, sehr lange gesucht, um meinen Rucksack am Berghang abstützen zu können, damit er aufrecht steht. Und endlich habe ich es gefunden. Ach, da gibt es natürlich einige Pläne für die Zukunft. Also sicher die nächste Expedition, die ich ausrichten werde, da geht es um die Suche nach einem mystischen Berg. Es geht um den Berg am Laim. Jeder kennt den Stadtteil in München, aber niemand weiß, wo genau sich dieser Berg am Laim befindet. Das ist sicher eine Expedition, die ich einrichten werde. Außerdem möchte ich noch die niedrigsten Berge aller 7 Kontinente erobern. Eigentlich nur diesen einen Spruch, den damals schon mein alter Klettertrainer mir damals immer schon gesagt hat, der so viele große Sportler gecoacht und gesichert hat. Der hat immer gesagt, das Seil ist rund und der nächste Kletterer ist immer der schwerste.